Zeiten in der Wohnstadt von heute. Wer Lust hat. Ein idyllisches Fleckchen Großstadterde, das von 1961 bis 1989 durch Stacheldraht und östliche Wachtürme verschandelt war. Seit dem Mauerfall ist das Gebiet hinter der östlichen Grenze für die Bewohner. Auf der dem Grafwerk gegenüberliegenden Teil des Teltowkanals liegt vor uns ein freies, unbebautes Gelände mit den Grenzanlagen der DDR. Im Hintergrund zwei Staubecken, die zur Trinkwasserversorgung und dem Trinkwassereinzugsgebiet der Wasserwerke Johannisthal gehören. Wir befinden uns, dem Standort des Kraftwerkes hier, im Trinkwasser, auch noch im Trinkwassereinzugsgebiet dieses Wasserwerkes. Wir haben um unseren Schornstein herum noch eine Schutzzone von 500 Metern. Und das bedeutet, dass hier in diesem Bereich zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind, um das Trinkwasser gegen wassergefährdende Stoffe zu schützen. Das heißt also, für alle Betriebsanlagen sind, sofern wassergefährdende Betriebsmittel vorhanden sind, das kann also zum Beispiel Öl sein, besondere Sicherungsmaßnahmen erforderlich gewesen. Überwachungsmaßnahmen sind installiert zur regelmäßigen Kontrolle und zur Sicherstellung der erforderlichen Umweltschutzmaßnahmen. Des Kraftwerkes sind immer wieder Schaumkronen Anlass zu Fragen der Anlieger, der Spaziergänger. Die Schaumkronen rühren her von den Rückständen aus den Spülwässern im Haushalt. Es sind keine Stoffe, die hier durch das Kraftwerk in den Kanal eingeleitet werden. Gleiche Schaumbildung ohne Kraftwerk. 2 Kilometer vor dem Kraftwerk Lichterfelde sind an der Bekebrücke zu beobachten. Bekebrücke in Bezirk Steglitz. Da sieht also der Kanal ähnlich aus.